Schönen guten Tag, mein Name ist K-Doppel-L-S-A-V-S, Kusavasch, der King of Rap hier bei Freakish TV. Hallo ihr Lieben, das Jahr 2016 war ein emotionales Up and Down. Was mussten wir nicht alles durchmachen? Let's go ladies, now let's get information. Beyoncé hat Jay-Z an den Pranger gestellt. Avicii gönnt sich den Ruhestand. Und Kim wurde ausgeraubt. Oh mein Gott, aber unsere Up and Downs, die seht ihr jetzt und noch vieles, vieles mehr aus dem Archiv unserer Outtakes. Viel Spaß dabei. Ich trinke hier in aller Ruhe mein Bier aus. Das war nicht immer so dieses Jahr. Warum genau, seht ihr jetzt. 10 nackte Friseusen mit richtig feuchten... Nee, Haaren, Leute, Haaren! Sexy, TV, show me. Okay. Diese Frau ist die beste Frau wherever, ja, wherever. Und sie ist aus Deutschland, aus Rottweil, ja. Und ganz ehrlich, ich identifiziere mich mit ihr, ja. Hey, Zürichfest ist doch der, eigentlich der Event, um mal Ladies zu kriegen, oder? Wie ist das? Keine Ahnung, das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Wie alt bist du? Ich bin 18. 18? Ja, ja, ich glaube, bei dir läuft das noch richtig gut, hör mal. Ja. So, ich wünsche ganz, ganz viel Glück dabei. Dankeschön. Ich hoffe, dass du 1000 kriegst heute Abend. Das hoffe ich auch. Du bist ja schon mal 998, oder? Was meinst du, warum kommst du hier hin, so ins Aargau? Das ist ja so ein bisschen... Ich sage, Aargau ist Nummer uno. Aargau läuft alles, was läuft. Aargau! 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 Wieder zu Ende und wir feiern. Wir feiern auf ein neues Jahr und hoffen auf keinen dritten Weltkrieg. Ausgelöst von einer Kartoffel mit Toupet. Aber wenn die Welt trotzdem untergehen sollte, dann haben wir immer noch die Partytipps für euch. Presented bei usgang.ch. Apfelbäume und eine Schlange. Gibt's am Samstag, 7. Januar im Alice Chew beides nicht. Doch Adam und Eva Partys verwandeln den Club schon mal in einen Dschungel. Und wilde Musik gibt's dazu. Die ukrainische Techno-DJin Marika Rossa fällt nicht nur durch ihren extravaganten Style und die bunten Haare auf, auch ihre Sets sind unvergesslich. Am Samstag, 7. Januar besucht sie die Elektroküche in Köln. Wer es gerne etwas schneller und härter mag, der ist am Samstag, 14. Januar im Kugel genau richtig. Droplegs und Corner werden mit ihrem Minimal jeden die Nacht durchtanzen lassen. Bereits seit 1999 lockt das Ultra Music Festival in Miami Massen an Menschen an, die zu den Beats der aktuellen Top-Acts der elektronischen Musik während 3 Tagen durchtanzen. Ariana Grande, sexier than ever, Adele mit dem Bombenalbum und The Weeknd hat sich mit Daft Punk neu erfunden. 2016 war sehr geil, aber auch unser Soundcheck hat da was gewaltig zu bieten. Icona Pop, Brightside. Icona Pop, das Elektropop-Duo bestehend aus 2 Schwedinnen, bescherte uns 2012 mit I Love It einen echten Ohrwurm. Ob es der neueste Song Brightside erstmals seit 3 Jahren wieder in unsere Charts schafft? I give you lucky charms and the sunny side out. When the street grows out. Spray paint the lawn to get a green.
Ich glaube, bei uns klappt immer alles auf Anhieb. Ihr denkt, wir regen uns nie auf? Oder wir fluchen nie? Dann seht selbst. Als ich letzte Woche mit meinem Daddy unterwegs war und er während der Autofahrt bei diesem Song das Radio lauter schaltete, Hier ist der allergeilste Sound. Und den Soundcheck, der zeigt euch, wo der... Den besten Soundcheck aller Zeiten gibt's von euch. Nee, von uns für euch. Was findest du eigentlich wichtiger? Den Sound an einer Party? Sven und ich genießen gerade hier auf dem Sound. Über die Sofa sagen Couch, Couch, Couch. Sven und ich chillen hier auf der Couch. Oh, ist das geil, Alter. Oh. Wuhu. Hier ist Ice Age am Start. Jetzt bin ich wieder cool drauf. Dass der Song Geiles Leben auf Platz 6 ist, das findet doch Glasperlenspiel bestimmt geil. Und jetzt gehen wir zum Song. Oh, again. Das hier schon. Du kannst, du bohne, du. Du bist so lustig. Ist again. Sorgt Lucas Graham für Gänsehaut. Und Merühr again. Again. Coldplay weiß halt ganz genau, worauf seine Fans sterben. Giorgio Moroder hat bereits 1990, nochmals. Okay, der nächste Song vom gleichnamigen Rolling Stones. What a f***ing feeling. Schön, ne? Hast du mich scharf, hast du mich scharf? Immer noch, immer noch, immer noch. Ich bin nicht scharf. Wir müssen ja hier schauen, dass wir hier auch beschäftigt aussehen gegenüber den anderen. Ich ja, habe nicht den so Akzent. Wie die anderen immer hier, ne? Wir haben beide den Akzent ein wenig gewechselt, ja. Weil wir müssen halt auch mal ein bisschen Variation reinbringen. Ja, meine Oma hat mir das beigebracht. Die kommt nämlich ursprünglich aus Leipzig. So schön. By the way, was ist eigentlich in unserem Job das Schönste? Dass wir ganz viele Stars treffen dürfen, natürlich. Natürlich. Und hier sind die Stars für euch in ganz kurzen Ausschnitten von 2016. Hallo, mein Name ist Anja Schneider von Mobile Records aus Berlin und ihr seht mich hier beim Tension Festival und ihr seht Freakish. Also viel Spaß damit. Tschüss. Hallo, der dritte Raum. Ich bin Andreas. Ich bin Ralf. Und ihr seht Freakish auf MTV. Yeah. Yo, hallo Leute, DJ Antoine hier auf Freakish TV. Und das ist der Hottest Party im Plaza Provocateur. Peace and Love. Hallo, hier ist Carotto und ihr guckt Freakish auf MTV. Salut, c'est Klingon et vous regardez Freakish TV. Schönen guten Tag, mein Name ist Kartoffel LSAVS. Kusowasch, der King of Rap hier bei Freakish TV. Hey, this is Lost Frequencies and you're watching Freakish TV. Hallo, hallo, liebe Leute und Leutinnen. Mein Name ist Nikone. Und Sascha Bremer. Und ihr schaut Freakish auf MTV. Wisst ihr das? Ich bin Seven und ich bin Freakish. Hi zusammen, hier ist Bashi und ich grüße euch. Ihr schaut Freakish, viel Spaß und macht keinen Scheiß. Hi, I'm Freakish and you're watching Zombie Boy. Back home.
Endlich haben die Götter unsere Gebete erhört. Leonardo DiCaprio hat endlich seinen Oscar in der Tasche. Mit dieser Euphorie schicken wir euch einen Cinema-Tipp. Hallo meine Freunde der Nacht, herzlich willkommen beim Cinema-Tipp. Diese Woche geht es um die Verfilmung eines Buches, das ganze 7 Jahre lang hat auf sich warten lassen. Mit den Hauptakteuren Jennifer Lawrence, Chris Pratt und dem Regisseur Martin Tilden konnte Passenger endlich verwirklicht werden. Hallo. Bittet er mich um ein Date? Sie schien nicht sehr beeindruckt. Wir gingen an Bord der Avalon mit einem Ziel. 120 Jahre im Hyperschlaf heißt, in einem neuen Jahrhundert auf einem neuen Planeten aufzuwachen. Aber vor einem Jahr änderte sich alles. Hallo? Ist jemand hier? Hallo? Weißt du, was hier vor sich geht? Sonst ist niemand wach. Ich glaube, mit den Schlafkammern ist was schiefgelaufen. Wir sind zu früh aufgewacht. 90 Jahre zu früh. Das ist nicht möglich. Wir müssen wieder einschlafen. Können wir nicht. Aurora, wir lieben dich! Ähnlich wie Gravity mit Sandra Bullock und George Clooney ist Passengers eine actionreiche Weltraumromanze. Es gibt einen Grund, warum wir zu früh aufgewacht sind. Endlich habe ich meinen Nachtisch gekriegt. Und wir sind schon am Ende der Sendung. Ja, leider. Aber für euch gibt es natürlich mehr Patzer und noch mehr Fails in der nächsten Sendung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Du bist so sexy.